Ich kann nicht mehr reden. Das hier release so krass. Alles leckt. Ein bisschen leiser, ich krieg hier sonst Ohrenschmerzen. Nee. Ich spiel das mal im Keyboard ein. Bisschen leise. Okay, ich nehme das mal auf. Spiel mal random irgendwas. Zack, zack. Och nee, was hat er denn jetzt mit aufgenommen? Ich sollte mich dran gewöhnen, auf Notes und Automation Clips zu drücken und nicht auf Everything. Was hat er denn jetzt für einen Kack da aufgenommen? Mist. Löschen. Und wenn ich das jetzt hier hinmache, was passiert? Ah, ist weg. Hab ich jetzt irgendwas Nee, gut. Okay, pass auf. Ich höre mir das mal von vorne an kurz. Taking the Hobbits to Isengard. Geil. Warte mal, ich mach mal kurz erst ab den Drop sozusagen, ja, Drop. Nee, andersrum. So. Erst ab den Drop mache ich diesen super Sound Dingens an. Das ist doch nicht so laut hier. Taking the Hobbits to Isengard. 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 Wo ist das geil. Isengard. Isengard. Taking the Hobbits to Isengard. Taking the Hobbits and taking the Hobbits and taking the Hobbits to Isengard. Taking the Hobbits to Isengard. Taking the Hobbits to. Ich wollte gerade reden und da war ein Mikro aus. Da ist noch ein bisschen zu viel los. Was? Was für ein Account löschen? Ich sehe den gelöschten Link nicht. Ich sehe hier keinen Link. Vielleicht sollte hier weniger los sein und dann erst. Weißt du? Isengard, Isengard. Wo ist das geil? Geil. Deluxe, Taking the Hobbits to Isen. Deluxe, Taking the Hobbits to. Taking the Hobbits to Isengard. Taking the Hobbits and taking the. Taking the Hobbits to Isengard. Taking the Hobbits and taking the Hobbits and taking the Hobbits to. To Isengard, taking the Hobbits and taking the Hobbits and taking the Hobbits to Isengard, taking the Hobbits to Isengard, taking the Hobbits to Isengard, taking the Hobbits to Isengard.
warte mal. Ups. Ich lass das mal frei hier. So ist das geil, 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 geil. So ist das geil, 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 geil. So ungefähr. So. Mhm. Oh. Schön. Ne. Wir brauchen was, was Kedos sagt. Drop the Bass. So ist. Mal gucken. Ja, ich kann dich erkennen. Also mein Name ist irgendwie Chunin041. Chunin0. Alter. Ja, dieses Soundgottesizer, Alter. Ich war meine letzten Runden sind jetzt nicht so gut gelaufen, dass man da sagen könnte, ey, ich bin mega Profi-mäßig am Stissel, was Jumping angeht. Ich? Ja. Nee. Du bist der Jumblergo Profi. Jumblergo Profi. Nice, hab ich das gemacht. Oh, Nummer 2. Ich hab kann das schon gelesen. Mal, kann man schon mal machen bei so einem mega leichten Sprung. Ist da die Kiste? Okay. Das ist doch niemals. So, wo war das hier hinten, oder? Dö. Ja. Ist das von Mozart? Der Text, oder? Ich kann den Text. Ja, mach das bitte. Wenn du willst. Geil. Geil. Wupp. So war das jetzt ist das geil. Eine A cappella-Variante? Was willst du denn von mir? Also. Das ist geil. Das ist geil. Ich höre mich so komisch an, wenn ich sage, das ist geil. Ja, das ist einfach cool. Das kann man nehmen. Was willst du denn von mir? So, mach ich den mal wieder an hier. Was willst du denn von mir? Kick in the Hobbits to Eisengarten, kick in the. Geil. Dann müsste ich aber Crossbeat eigentlich. Ach, scheiß drauf. Ich mach das einfach anders. Geil. Was willst du denn von mir? Kick in the Hobbits to Eisengarten, kick in the Hobbits. Geil. Was willst du denn von mir? Kick in the Hobbits. Was willst du denn von mir? Take in the Hobbits to Isengard. Take in the Hobbits and take in the Hobbits and take in the Hobbits to Isengard. Take in the Hobbits to Isengard. Take in the Hobbits to Isengard. Was? Also. theoretisch wäre es ja mega geil, wenn. Hobbits to Isengard. Take in the Hobbits to Isengard. Take in the Hobbits to Isengard. Wenn man, take, was hat Kedos da nochmal? Hobbits to Isengard, take in the Hobbits to. Take it to Hobbits to Isengard oder irgendwie so, ne? Wenn er das singen würde, aber langgestreckt mit der Melodie. Take it to Hobbit to Isengard. Irgendwie so, weißt du? Das wäre hier cool. Hobbits to Isengard, take in the Hobbits to Isengard, take in the Hobbits to Isengard, Isengard, take in the Hobbits to Isengard, take in the Hobbits and take in the Hobbits and take in the Hobbits to Isengard, take in the Hobbits to Isengard, take in the Hobbits to Isengard. Weiß ich, pfeif das mal ein. Du hast mich nicht genervt, Gott. Das ist doch nicht schlimm. Pfeifen. Das heißt, ich nehme meinen Pfeifen kurz auf. Das würde nämlich passen. Kann ich ein paar Spielchen machen. Hallo? Nein, das wollte ich gar nicht. Ja, leider nicht. Aber ich bin schon in der Schule auf der Suche, weil ich ja da auch Connection mit der Musik-AG habe. Theoretisch kann man das gar nicht als AG bezeichnen, das ist eher ein. Den Lehrer kann man auch nicht als Lehrer bezeichnen. Der ist sehr alt und kann richtig gut Klavier. Der kann alles spielen. Der ist ein richtig guter Freund, könnte man sagen. Und der hat halt mit mir schon mal was aufgenommen und so. Und ich habe auch schon jemanden gefunden, die gut singen kann. Aber leider geht die nicht mehr auf die Schule. Auf die Schule, ups. Falscher Diegel. Warte, one play, so. Und jetzt ist da jemand Neues. Ein Mädchen, die kann richtig gut singen. Mit der habe ich auch schon geredet.
Und weil ich ja jeden Freitag da bei der Musik AG bin, haben wir einen Plan, mal einen Song zusammen zu machen. Aber erstmal so, ne? Freundschaft und so, ein bisschen bekannt machen. Ich freue mich echt drauf, wenn ich mal, wenn eine Sängerin hier was aufnehmen könnte. Was ja schon mal war, aber die Stimme ist nicht so gut und, ja, wie gesagt, ist nicht mehr auf der Schule. So, ich kann nicht gleichzeitig hier was machen und gleichzeitig reden. Ich bin kein Let's Player. So, aufnehmen. Hobbits to Isengard. Hobbits to Isengard. Bring him the Hobbits to Isengard. Bring him the Mist. Jetzt hat er sich abgeschnitten, oder? Nee, hat er nicht. Gut. Hobbits. Hobbits to Isengard. Bring him the Hobbits to Isengard. Bring him the Hobbits to Nein, das wollte ich gar nicht. Bring him the Hobbits to Ja, die schöne Verzögerung. Bring him the Hobbits to Bring him the Isengard. Brauche ich Autotune? Nee. Schon alles richtig. Es könnte nur ein bisschen mehr Schmackes haben. Obwohl, da ist nichts getroffen. Da ist ein Ton nicht getroffen. Ups. Uhr, meine Damen und Herren. Kann ich das besser? Das Problem ist diese Luft. Mal gucken. Ja, ich weiß nicht. Nee, da fehlt sowas, weißt du? Vielleicht das hier? Nein. Irgendwas, was das Ganze sauberer macht. Kompressor vielleicht? Nein, das wollte ich gar nicht reinladen. Was habe ich denn jetzt gemacht? Was habe ich, Oh. Ups. Jetzt habe ich zwei davon. Ich glaube, da fehlt ein Kompressor, der das Ganze ein bisschen runterdrückt und das Rauschen etwas wegmacht. Effekte, VST. Infinity V2. Der ist ganz gut. So, jetzt muss ich mal das Rauschen hören. Boah. Ich glaube, ich weiß, an was das liegt, warum das so hängt. Oh, nice. Alles hängt hier. Eine Maus. Ich sollte mal meine Mausgeschwindigkeit umstellen. Oh, jetzt packt das Plugin wieder so rum. Hör auf. Aus. So. Na, Alter, das ist alles klar. Hast du es mal für Studio? Ich glaube, ich sollte mal das Projekt neu laden. Ich habe ja gespeichert, Gott sei Dank. Ich speichere die ganze Zeit. Ich glaube, ohne Steuerung S, dann wäre das hier furchtbar. Das Programm schmiert so oft ab. Ja, ich glaube, das ist abgeschmiert.